Herzlich willkommen hier zum Panel Crowdfunding oder vielleicht auch besser Crowdinvesting. Ich werde Ihnen nachher noch ein paar Worte sagen. Ich möchte mich gern kurz selber vorstellen. Mein Name ist Gunda Opitz. Ich bin von der Unternehmertum. Das ist das Zentrum für Innovation und Gründung an der TU München. Ich bin dort für die Gründer aus der Hochschule zuständig und verantwortlich, unterstütze die mit meinem Team und kann deshalb auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es gerade in den frühen Phasen für Startups oft sehr, sehr schwierig ist, an Kapital zu kommen. Selbst wenn das Startups sind, die sehr vielversprechend sind, passen oft die klassischen Finanzierungsformen, die wir so kennen, also Banken, VCs, Business Angels, das passt oft nicht. Und da hat sich jetzt eigentlich im letzten Jahr ist eine Entwicklung entstanden mit Plattformen im Bereich des Crowdfundings und des Crowdinvestings, die hier eine gute Alternative auch bieten für viele Startups, und da wollen wir heute drüber diskutieren. Also erstmal natürlich, was ist Crowdfunding oder Crowdinvesting? Der Unterschied ist eigentlich beim Crowdfunding, dass sozusagen viele kleine private Kapitalanleger sich praktisch also finanziell Startups unterstützen können mit kleinen Beträgen. Beim Crowdfunding ist es eben so, dass die Gegenleistung in der Regel immateriell ist oder eine Sachleistung ist. Also das heißt, da werden dann Projekte unterstützt und da kriegt man dann eine Sonderedition von einer CD oder von einem Buch oder wird im Abspann von dem Film genannt. Beim Crowdinvesting hingegen ist es so, dass wirklich durch diese kleinen Geldbeträge auch Unternehmensanteile erworben werden. Und genau darüber wollen wir heute diskutieren. Was ist eigentlich Crowdfunding oder Crowdinvesting besser? Was gibt es für unterschiedliche Anbieter? Für welche Startups ist diese Finanzierungsform auch geeignet? Und ja, kann Crowdinvesting wirklich auch diese Lücke in der frühen Phase schließen? Und dazu möchte ich meine Gäste hier auf dem Podium begrüßen und kurz vorstellen. Das ist hier rechts der Maximilian Reinsch von der Crowdinvesting-Plattform Seedmatch. Er ist ganz neu bei Seedmatch, wenn ich das richtig verstanden habe, seit August diesen Jahres und leitet dort das operative Geschäft. Also das heißt, er ist dafür verantwortlich, für den Dealflow zu sorgen auf der Plattform und verantwortet auch das Kunden- und Projektmanagement. Neben ihm Dennis Behmann, Mitgründer und CTO der Crowd-Investment-Plattform Bergfürst. Die gibt es ja eigentlich noch gar nicht so richtig, oder die Plattform gibt es schon, aber sie sind noch nicht aktiv. Also ab Herbst, heißt es ja, sollen Privatanleger die Möglichkeit haben, sich als VC-Investor mit kleinen Beträgen am Eigenkapital von Wachstumsunternehmen zu beteiligen. Sie haben 2000 das deutsche Jungforscher-Netzwerk gegründet, so ist es. Auch StudiVZ waren Sie mit dabei, kennt glaube ich auch jeder. Sie haben seit 2007 junge Technologieunternehmen als Investor begleitet, viele auch davon erfolgreich verkauft. So, der dritte im Bunde ist David Rother, der ist Geschäftsführer und Gründer der Crowdinvesting-Plattform Companisto. Er ist Rechtsanwalt und hat sich auf die Beratung von Startups spezialisiert. Er kommt hier aus Berlin, hat ja auch an der Freien Universität studiert, Rechtswissenschaften und war in verschiedenen internationalen Großkanzleien im Bereich Corporate Law tätig. Dann haben wir natürlich hier auch Gründer auf dem Podium, die Erfahrungen gesammelt haben mit Crowdinvesting. Es sind zwei Gründer von ePortrait, das ist einmal der Christian Heinemeier und der Sven Metzger, und die haben jetzt eben im September 100.000 Euro über Crowdfunding eingesammelt. Jetzt kurz was zum Herrn Heinemeier, er ist Geschäftsführer von ePortrait, verantwortet dort die Bereiche Marketing, Vertrieb und PR, er hat VWL studiert, Geschichte und Polnisch, war auch in unterschiedlichen Großkonzernen und hat dann Softwareunternehmen gegründet und eben auch den Berliner Startup-Inkubator Qcons. Ist dort auch Geschäftsführer, genauso eben wie sein Partner Sven Metzger, also eigentlich sag ich mal, von den Aufgaben jetzt eine ähnliche Geschichte. Er ist auch Geschäftsführer von ePortrait, hat auch schon während des Studiums gegründet ein Unternehmen, war auch sag ich mal, in einem Großkonzern
eigentlich tätig, hat dort Erfahrung gesammelt und hat sich auf die Themen Finanzen, Controlling und Einkauf spezialisiert. Wie gesagt, wir wollen heute über das Thema Crowd Investing reden. Also das heißt, Startups sammeln bei vielen kleinen Investoren Geld ein. In der Regel bewegen sich diese Summen hier in Deutschland zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Da ist ja auch in den letzten Monaten rechter Hype entstanden um das Thema Crowdinvesting. Seedmatch ist im Moment noch der Marktführer, wenn ich es richtig sehe. Herr Reinsch, hat Sie der Erfolg denn auch ein bisschen selber überrascht? Ich glaube nicht, nein. Also ich glaube, wir haben damit ein Thema gefunden, das, ich würde nicht sagen überfällig war, aber das einfach Sinn macht. Und wir finden, auch wenn wir jetzt erst auf ein Jahr zurückblicken können, wir glauben, das Modell funktioniert. Weil letztendlich versuchen wir zwei ganz essentielle Dinge zu erreichen. Das eine ist, Gründern eine weitere Alternative zu bieten, sich zu finanzieren. Und wir denken, da gibt es in Deutschland einen wahnsinnigen Bedarf an Finanzierungskapital für die Seed-Phase und auch für die Anschlussfinanzierung. Und zum anderen haben wir den Anspruch, Venture Capital als Anlageklasse so ein bisschen zu demokratisieren, Zugang dazu zu schaffen, den es so bisher noch nicht gab. Und wir denken, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Also bei Ihnen gibt es ja, kann man Beteiligungen ab 250 Euro sozusagen eingehen. Das sind in der Regel stille Beteiligungen. Was heißt denn das, stille Beteiligung? Richtig, also der Mindestinvest bei uns ist korrekt, ist 250 Euro. Diese Summe soll auch so ein bisschen die Bindung des Investors signalisieren, dass der halt weiß, okay, ich treffe jetzt hier eine bewusste Entscheidung und gebe diesem Unternehmen jetzt ein gewisses Kapital. Zum anderen, eine stille Beteiligung ist eine mezzanine Finanzierungsform. Wir gestalten die meistens so aus, dass die einen wirtschaftlichen Eigenkapitalcharakter haben. In der Praxis läuft es nämlich letztendlich darauf hinaus, das, was wir den Startups vermitteln, ist Eigenkapital, weil es nachrangiges Kapital ist. Also wir sagen unseren Investoren auch ganz bewusst, das ist Frühphasenfinanzierung. Wir bewegen uns hier also in der höchsten Risikokapitalklasse am Kapitalmarkt. Und entsprechend ist es möglich, dass man sein gesamtes Kapital verlieren kann. Also wir legen da großen Wert drauf, auf die Chancen und auf die Risiken einzugehen und machen das unseren Investoren, wie wir finden, auch ausreichend klar. Anders denken wir, wird das Modell sich auch langfristig gar nicht halten können. Weil es wird, wie das hier jeder wissen sollte, Gründung ist mit wahnsinnig viel Risiken behaftet und die Ausfallraten sind hoch. Und entsprechend wird es zu Ausfällen kommen. Es geht halt nur darum, wie man damit umgeht, dass man ein professionelles Angebot darum gestaltet und es entsprechend umsetzt. Das ist eine Frage an den David Rothert. Also es ist ja praktisch, Companisto ist ja in einer ähnlichen, hat eine ähnliche Zielgruppe wie Seedmatch, also auch in der Seed-Phase. Wo sind denn die Unterschiede in den Plattformen? Ja. Also jetzt mal, ich habe gehört, Mindestinvestitionsvolumen ist unterschiedlich hier, 250 Euro. Ich glaube, bei Ihnen gibt es keine Beschränkung. Gibt es denn noch andere Unterschiede? Genau, also das ist aus Investorensicht ein wichtiger Unterschied, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, dass man sich ab 5 Euro beteiligen kann. Hat den Hintergrund, dass wir sagen, Crowdinvesting bedeutet tatsächlich, dass jeder mitmachen können soll. Denn ein ganz wichtiger Aspekt beim Crowdinvesting ist ja für die Unternehmen nicht das reine Kapital, sondern darüber hinaus eine Vielzahl von Unterstützern zu gewinnen. Letztendlich, je mehr Unterstützer ich gewinnen kann als Unternehmen, umso besser stehen auch meine Erfolgschancen. Denn man muss verstehen, und das zeigen auch die Reaktionen, dass die Leute, die in ein Startup investieren in der frühen Phase, eine starke Verbindung eben zu diesem Unternehmen aufbauen. Und es sind beispielsweise auch gerade junge Leute, Studenten, die sehr, sehr eine große Affinität haben zu diesem Thema und gerade in dem Bereich Feedback. Ja, es gibt auch über unsere Plattform die Möglichkeit, sich also an die Unternehmen zu richten, Vorschläge zu machen, sich einzubringen. Und da merken wir, dass da ein großes Potenzial ist und die jungen Leute sich auch gerne einbringen. Die haben aber vielleicht nicht 250 Euro. Und dann finde ich eben einen Aspekt auch noch wichtig, dass man tatsächlich sagt, es handelt sich hier um Risikokapital und dann muss ich den Menschen auch die Möglichkeit geben, das zu beschränken. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, jeder soll nach seinem Gusto investieren können. Das ist ein großer Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass wir halt von der Beteiligung, also man muss sich auch immer fragen, was bekommt man für sein Geld und
letztendlich ist die Herausforderung beim Crowdinvesting, wie schaffe ich es, eine Vielzahl von Personen zu beteiligen an einer Firma, ohne dass eine, sage ich mal, unübersichtliche Struktur entsteht. Deswegen haben wir bei Companisto das so gehandelt, dass das Startup bei uns nur einen direkten Vertrag eingeht. Das heißt, es gibt nur einen Vertragspartner. Wir haben eine eigene Beteiligungsgesellschaft gegründet, die wiederum die ganzen Mikroinvestoren bündelt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für die Unternehmen, weil dieses Crowdinvesting ist eine Riesenchance. Es muss sich aber in die bestehende Finanzierungslandschaft einpassen. Und das ist ein Problem, wenn ich sehr, sehr viele Beteiligte habe für Anschlussfinanzierung. Und weil Sie gefragt haben, was sind die wesentlichen Unterschiede, das ist auch ein wesentlicher Unterschied, denke ich. Herr Biehmann, bei Ihnen, ja, sag mal, auf den ersten Blick ein ähnliches Konzept, aber eigentlich doch ganz anders, oder? Also Sie, sag mal, Sie bieten ja jetzt Kleininvestoren die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die schon in der Wachstumsphase sind. Was heißt denn das? Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Wir rechnen uns tatsächlich Unternehmen in der Wachstumsphase, explizit nicht Neugründungen. Das heißt, wir sprechen hier über eine Kapitalerhöhung in Höhe von ungefähr 2 bis 5 Millionen Euro Volumen. Wir glauben, dass gerade diese Unternehmen prädestiniert sind für Crowdinvesting. Man kann das natürlich auch in einer früheren oder in einer späteren Phase machen. Wir sehen ja auch, dass es in der früheren Phase funktioniert. Allerdings haben wir uns überlegt, dass es auch nicht verkehrt ist, wenn man Investoren wie Business Angels oder VCs an Bord hat in der frühen Phase, um gewisse Strukturen zu schaffen. Hier können VCs einen großen Beitrag leisten, die die Crowd nicht leisten kann. Wenn man also mit der Crowd die erste Finanzierung macht, dann geht einem ein bisschen was an Erfahrung vielleicht verloren, was andere gut einbringen könnten. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, bei StudiVZ hatten wir dann Investoren an Bord, wie zum Beispiel Christian Vollmann, das war der Gründer von MyVideo und von iLove, der sehr viel Erfahrung mitgebracht hat und der oft sehr einfache Sachen uns gesagt hat, die wir nicht wussten und die uns enorm vorangebracht haben. Oder auch Lukas Gadowski oder die Samwer-Brüder, deren Expertise, glaube ich, in M&A unübertroffen ist. Das hat uns eine ganze Menge gebracht. Und auch VCs bringen häufig Strukturen wie ein gutes Reporting, solche Dinge, Controlling in die Firma. Das ist was, das kann die Crowd schwer leisten. Wenn man dann 1000 Investoren, auf 1000 Investoren das Kapital verteilt hat, die werden das nicht machen. Die Crowd bringt andere Vorzüge, wie zum Beispiel beim Bekanntmachen, das hat der David eben schon gesagt. Wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen ein neues Produkt hat, dann kann es über die Investoren, die ja daran glauben, sonst hätten sie ja nicht investiert, an deren Netzwerke gegeben werden und dann hat man gleich eine große Audienz erreicht. Also das ist was, wo Crowdfunding einen großen Vorteil ausspielen kann. Ja, und wir waren ja bei den Unterschieden. Noch ein großer Unterschied ist, wir machen das über Aktien. Das heißt, die Investoren werden Aktionäre und wir haben auch eine Handelsplattform. Das ist der andere große Unterschied. Das heißt, das, was wir machen, endet nicht beim Einsammeln von Kapital, sondern wenn die Investoren sich beteiligt haben, können sie auch diese Beteiligung wie an der Börse wieder handeln. Das heißt, es gibt also eine Plattform, wo sich ein Preis findet über Angebot und Nachfrage. Aber diese Plattform, die wird von Ihnen bereitgestellt? Die stellen wir bereit. Das ist nicht die Börse, funktioniert aber so. Man kann da nur die Aktien handeln, die über uns ausgegeben wurden und keine anderen. Das hat auch mit Themen zu tun wie Best Execution oder so. Es gibt jetzt auch keinen anderen Handelsplatz, wo man die handeln kann. Aber es gibt einen Handelsplatz, wo alle, die bereits Aktien besitzen an diesen Unternehmen, diese auch zum Verkauf anbieten können oder nachkaufen können. Und jeder andere, der sich legitimiert, also wir sind verpflichtet vom Gesetzgeber, eine Legitimationsprüfung zu machen, die im Prinzip die Identität eines Investors überprüft. Jeder, der das über sich ergehen lässt, was auch nicht schwer ist, man kann das online machen, kann dort Aktien kaufen. Und das funktioniert so, dass man Orders einstellt und ein Kurslimit mitgibt. Das heißt, man sagt, ich möchte kaufen zu höchstens dem und dem Preis oder ich möchte verkaufen zu mindestens dem und dem Preis. Dann noch mit einer Anzahl. Und wir matchen diese Orders und lassen die Geschäfte zustande kommen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor auch, weil meine Kollegen haben das
hier schon mehrfach gesagt, das ist immer noch in früher Phase etwas mit hohem Risiko. Mhm. Wir sind jetzt ein bisschen später dran. Also die Unternehmen, die wir über Crowdinvesting finanzieren, die haben schon einen Proof of Concept erbracht. Mhm. Das ist auch eine Voraussetzung bei uns, weil wir gesagt haben, wir machen eben Wachstumsfinanzierung. Da muss das Unternehmen schon mal gezeigt haben, dass es funktioniert, dass das Produkt angenommen wird und auch vom Markt angenommen wird. Aber es ist immer noch trotzdem eine frühe Phase und man muss sich dessen bewusst sein, dass dort immer noch ein hohes Risiko ist. Das geht mit den hohen Chancen, die man hat, einher, weil beides gibt es halt nur im Paket. Da, wo kein Risiko ist, macht man auch keine Rendite mehr. Mhm. Und ich glaube, dass es gerade wichtig ist, wenn man in so einem großen, in einem Feld mit so hohem Risiko unterwegs ist, dass man dann auch die Möglichkeit hat, seine Entscheidung zu revidieren. Das heißt, die Investoren können sich informieren, was passiert gerade bei diesem Business und wie ist der Stand gerade. Und wenn sie es dann nicht mehr für richtig halten, können sie diese Beteiligung eben verkaufen. Oder sie können auch Aktien nachkaufen. Und das ist, glaube ich, ein sehr attraktiver Aspekt für die Investoren. Das ist auch interessant natürlich für die Unternehmen. Auf der anderen Seite dürfen die sich aber nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Die müssen konsistent immer sich wieder neu beweisen. Warum haben Sie sich denn für Crowdinvesting entschieden? Ja, ich werde ein bisschen was zu der Seite nach vorne erzählen. Also was hat die Crowd an sich für Vorteile für ein Unternehmen wie uns? Und der Sven, der bei uns sich um die Finanzen kümmert, kann ja dann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, von warum das jetzt mit anderen Finanzierungsalternativen, also was da im Vergleich den Ausschlag gegeben hat. Nochmal vielleicht ganz kurz zu ePortray, was wir machen, nur dass alle das verstehen, weil wir eben keine Crowd-Investing-Plattform sind als einziges Unternehmen hier auf dem Podium. Wir sind eine virtuelle Fotokabine oder eine Online-Fotokabine, also sozusagen das, was Sie vom Bahnhof kennen, wo man sich reinsetzt und ein Passbild von sich selbst machen kann, das machen wir halt online. Das heißt, man geht auf unsere Webseite ePortray.de und kann Passbilder von sich machen, die biometrisch sind und sich die zuschicken lassen. Und eins der wichtigsten Geschäfte, das wir zurzeit aufbauen, ist ein B2B-Geschäft. Also wir arbeiten vor allen Dingen mit Unternehmenskunden zusammen und lizenzieren unsere Software als Software as a Service aus, also wir vermieten sozusagen die Software, zum Beispiel an Krankenkassen. Und diese Krankenkassen binden unsere Fotokabine bei sich in die Webseite ein. Die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland müssen von jedem Versicherten ein Passbild einholen zurzeit. Und das geschieht bislang meistens auf Papier. Das heißt, die müssen das dann aufwendig digitalisieren. Und mit unserer Fotokabine können Sie eben Ihren Versicherten sagen, geh bei mir auf die Webseite, mach dein Foto selber und dann wird das Bild direkt übermittelt. Hat Vorteile für alle Seiten. Für die Versicherten ist es viel einfacher, die müssen nicht aus dem Haus gehen und die können das sozusagen, ohne dass sie jetzt irgendwie zur Post gehen müssen, Geld ausgeben müssen, machen. Die Kasse muss halt nichts digitalisieren. So, wo kommt jetzt die Crowd ins Spiel? Ich glaube, 80% der Leute in Deutschland sind gesetzlich versichert. Das heißt auch, gerade wir sind bei Companisto zum Crowdinvesting gegangen, ungefähr 80% der Leute, würde ich sagen, die bei uns investiert haben, die sind auch gesetzlich versichert. Und das, was die Leute gemacht haben, ist natürlich, dass die angefangen haben und gesagt haben, macht eigentlich meine Krankenkasse das? Und dann haben die nachgeschaut und dann haben die meisten festgestellt, meine Krankenkasse macht das noch nicht. Und dann haben die sich hingesetzt und haben natürlich für uns angefangen, Briefe zu schreiben an die Krankenkasse als Versicherte und haben gesagt, ich fände das eine total sinnvolle Sache, wenn meine Krankenkasse das machen würde. Und dadurch haben wir sozusagen jetzt gerade für das Thema Marketing und Vertrieb viele Leute da draußen, die entweder uns Hinweise geben, wen wir mal ansprechen sollten, Hinweise auch auf neue Märkte geben, an die wir noch gar nicht gedacht haben, oder die eben selbst sogar aktiv werden und losgehen und direkt die Leute schon ansprechen und auf uns hinweisen. Das ist sozusagen jetzt der Marketingteil. Soll ich schon direkt rübergeben für die Finanzierungsalternativen, oder? Ja, auch gerne, ja. Ja, warum Crowdfinancing? Wir haben so einen Betrag gesucht von etwa 50.000 Euro. Mit dem wollten wir oder wollen wir immer noch in der jetzigen Unternehmensphase halt zwei Sachen beschleunigen. Das sind gewisse Sachen in der Technik und der Entwicklung der Software. Und die andere Sache ist, dass wir einen Geschäftsbereich, den B2C-Bereich halt marketingtechnisch sozusagen durchtesten wollen. 50.000 Euro ist jetzt eine Summe, die finden VC total langweilig. Der redet dann nicht mal mehr mit uns. Zum Business Angel vielleicht noch. Ich würde sagen, wir haben einen sehr guten Business Angel im Boot. Das heißt, das war für uns auch nicht besonders spannend. Wir sind selbst alle VWLer. Das heißt, wir wollten jetzt nicht
unbedingt neue Controlling-Tools lernen. Da haben wir sehr gute Sachen mitgebracht aus unserer bisherigen Erfahrung. Das heißt, woher kriegt man 50.000? Ich würde sagen, vor Crowdfinancing waren das halt Family and Fools. Ja? Also man konnte dann sozusagen in seiner nächsten Umgebung nachfragen oder halt selbst finanzieren. Und jetzt gibt es dieses neue tolle Instrument Crowdfinancing, das für solche Summen natürlich sehr geeignet ist.